Die NASA weiß es, das Militär weiß es, viele unserer asiatischen Kollegen wissen es, und zwar die Effektivität von sogenannten Powernaps, auf Neudeutsch einfach das Mittagsschläfchen. Und wir schauen uns heute genau an, was das tatsächlich bewirkt und warum diese kleinen kurzen Schläfchen um die Mittagszeit extrem viel bei uns im Körper bewirken. Extrem spannende Geschichte, hört sich im ersten Moment relativ langweilig an, aber wenn man sich das ein bisschen auch auf der wissenschaftlichen Seite anschaut, wird es extrem spannend. So, da trudeln schon die ersten ein. Die Maria ist mit dabei. Herzlich willkommen. Der Alfred ist dabei. Der Christoph ist mit dabei. Coole Sache. Da trudeln sie schon ein. Ja, dieses Thema heute. Alex ist auch mit dabei. Herzlich willkommen. Dieses Thema, die Powernaps, die Schläfchen um die Mittagszeit, die sind für mich auch persönlich nicht jeden Tag, aber gehören regelmäßig auf den Plan. Und wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen mit der wissenschaftlichen Seite beschäftigt, merkt man, da sind viele gute Dinge, die bei uns im Körper passieren, dass man sich auch diesen Dingen oder diese Vorteile ein bisschen zunutze machen sollte. So, die Caro ist mit dabei, der Bert ist mit dabei, der Spartanic Raccoon, Servus Mario, cool, dass du wieder mit dabei bist. Ich zeige euch heute, warum die NASA darüber Bescheid weiß mit den Powernaps, warum diverse Fluglinien sogenannte Napping Policies machen, Napping von Powernaps, und warum es in Deutschland eine Gemeinde gibt, die eigene 20 Minuten Verlängerung für die Mittagspause einberufen hat, damit die Mitarbeiter mehr powernappen. Extrem spannend. So, für die sich fragen, was redet denn der Typ da? Mein Name ist Christian Rohrhofer, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports Biosportnahrung, die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Ja, und das Format RockTV habe ich ins Leben gerufen. Und zwar für euch, die besten Kunden der Welt, die liebsten Kunden der Welt. Zwar die Fragen, die ich regelmäßig zugesendet bekomme, kommen auf eine Liste, und wenn ich dann merke, okay, in einem gewissen Themenbereich tun sich mehrere Gemeinsamkeiten auf, naja, dann mache ich was zu diesem Thema. Das Spannende ist, für die RockTV schon länger mitverfolgen, zum Thema Schlaf gibt es schon einiges, warum Schlaf ist neben der Ernährung der größte Regenerationsfaktor. Sprich, Ernährung ist gut, wir wissen alle, Protein ist relevant, die Ernährung ist wichtig, aber der zweite, wahrscheinlich noch wichtigere Regenerationsfaktor ist das Thema Schlaf. Deshalb, für die sich da noch einlesen wollen oder ein bisschen mehr zu dem Thema wissen wollen, schaut euch die RockTV-Folgen 17, 33, 71 und 88 an. Da gehen wir sehr ins Detail rein. All diese Dinge, die wir da schon behandelt haben, die setze ich heute mal voraus, denn ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu lange dauern. Die Folgen findet ihr entweder auf der Rocksports Facebook-Seite oder auf dem Rocksports YouTube-Kanal. Einfach Rocksports Biosportnamen eingeben. Und auf YouTube ist es ein bisschen einfacher, die einzelnen Folgen zu finden. Das ist auf Facebook meistens ein bisschen schwierig. Also das noch als kleiner Hinweis. Der Schlaf und alles, was dahinter steht, die zirkadiane Rhythmik, was hat es denn mit den Schlafzyklen auf sich, wie schlafe ich denn am besten, all das findet ihr in diesen Folgen. So, und jetzt möchte ich direkt einmal einsteigen in das Thema Powernaps. Ich bin überzeugt davon, und das wäre cool, wenn es mir das einmal unten reinschreibt, wer von euch regelmäßig Powernaps macht. Stellt mir einfach einen Daumen rein, wenn ihr das macht, dann weiß ich einmal Bescheid, wie viel von euch regelmäßig um die Mittagszeit ein kurzes Schläfchen einlegen. Und dann schauen wir uns gleich einmal an, was das für eine coolen Wirkungen hat. Bevor wir da einsteigen, möchte ich, dass wir noch einmal uns die ganzen Schlafphasen anschauen. Jeder Schlaf, wenn wir am Abend ins Bettchen gehen, jeder Mensch durchläuft bestimmte Schlafzyklen. Und da steht schon, klingt rockig, sehr cool. Jeder Mensch von uns, wenn wir schlafen, durchläuft bestimmte Schlafphasen. Und diese Schlafphasen haben ganz bestimmte Eigenschaften und die schauen wir uns jetzt noch einmal kurz an, denn dieses Wissen brauchen wir, damit wir nachher dann schauen können, wann ist es denn ein Powernap und warum ist da genau eine gewisse Zeitdauer wichtig, denn ihr alle kennt es vielleicht, wenn man ein Mittagsschläfchen macht, dann kann es oftmals passieren, dass man aufsteht und sich vorkommt, als hätte uns gerade ein LKW niedergeführt. Sprich, komplett fertig, komplett verschlafen. Und dann gibt es wieder diese Powernaps, wo man aufsteht und sich denkt, boah, ich bin extrem fit, perfekte Schlafdauer. Und was genau diesen kleinen, feinen Unterschied ausmacht, das schauen wir uns gleich an. Aber vorher, wie gesagt, checken wir mal die Schlafphasen durch. Ich habe euch da mal so ein Schlafprofil mitgenommen. Da sieht man hier die einzelnen Schlafstadien, die einzelnen Schlafphasen. Und da sieht man, dass diese Schlafphasen mit so einer Art, in so einer Art Wellenbewegung durchlaufen werden. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt
5 Schlafphasen und diese Phasen, wenn einmal alles durchlebt wird, alle diese 5 Schlafphasen, dauert in etwa 90 Minuten. Kann von Mensch zu Mensch variieren, aber im Grunde 90 Minuten. Und wenn sich hier das Video zur zirkadianen Rhythmik anschaut, dann werdet ihr sehen, okay, diese 90 Minuten, da kann ich auch meinen Schlafrhythmus dementsprechend ausrichten und dann stehe ich 5 Minuten bevor der Wecker läutet auf und bin putzmunter. Genau das kann man richtig timen. So, was sind die verschiedenen Phasen? Phase Nummer 1 ist die Einschlafphase. Das ist die, wo man schon ein bisschen weg sind, aber trotzdem noch relativ einfach aufgeweckt werden können. Das ist so der klassische Döser, sage ich einmal. Punkt Nummer 2, die Schlafphase Nummer 2 ist die sogenannte Leichtschlafphase. Da ist man schon relativ entspannt, ist nur mehr ganz schwierig zum Aufwecken und ist schon mal richtig, richtig entspannt. Und dann gibt es die Tiefschlafphasen, Schlafphase 3 und 4. Und das sind im Prinzip die richtig erholsamen Schlafphasen. Das sind genau die, wo wir hier ganz weit nach unten kommen. Und je mehr wir diese Tiefschlafphasen haben, desto besser regeneriert sind wir. Denn da holen wir uns, oder da holt sich der Körper seine Regeneration. Das heißt, wenn wir viel Sport betreiben, zu wenig schlafen, sprich zu wenig dieser Tiefschlafphasen sammeln, naja, dann haben wir am Ende des Tages zu wenig für unsere Regeneration getan. So, und wie gesagt, alle diese Schlafphasen, eine habe ich noch unterschlagen, und zwar diese REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement, das ist, wenn sich die Augen so bewegen, da habt ihr sicher schon einmal ein Video gesehen. Das ist im Prinzip die Schlafphase, die kurz vor der Wachphase ist. In der Schlafforschung, in Anführungszeichen, spricht man auch vom sogenannten Traumschlaf. In der REM-Phase sagt man, in dem Bereich finden meistens die Träume dann statt, wo man kurz vorm Aufwachen ist, und da spielt sich da im Hirnkastel alles ab. Das Spannende ist vielleicht noch eine allgemeine Info, der Schlaf an sich und warum wir schlafen und was sich da alles genau bei uns im Körper bewegt, da wissen wir Menschen noch gar nicht so viel. Also je detaillierter man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, okay, wir haben gewisse Eckpunkte, wir wissen, dass Schlafphasen sind, aber die genauen Hintergründe, die wissen wir noch nicht und das ist extrem spannend. So, das heißt, wir haben diese Schlafphasen und diese Schlafphasen durchlaufen wir in circa 90 Minuten Rhythmus. Das heißt, in 90 Minuten durchlaufen wir Schlafphase 1, 2, 3, 4, dann wieder retour bis zur REM-Phase. Das heißt im Prinzip genau ein so ein Durchlauf sind circa 90 Minuten. So, da sehe ich schon die ersten Kommentare. Schauen wir mal, was da steht. Der Mario schreibt, leider aktuell nicht. Mario, nach diesem Video hoffe ich, du fängst dann auch ins Schlafen an. der Alex schreibt, die ersten Stunden des Schlafs sind am wichtigsten. Genauso ist es. Die ersten Tiefschlafphasen, die wir sammeln, die sind am wichtigsten. Und laut der aktuellen wissenschaftlichen Lage geht es so hin, dass die Tiefschlafphasen nach ihrer Anzahl hin immer weniger tief sind. Das heißt, der Körper holt sich gerade am Beginn die meiste an Regeneration, die er haben kann. Und diese Tiefschlafphasen, je mehr dass man aneinander reiht, desto weniger tief werden sie. Danke für den Kommentar, Alex. Der Norbert schreibt, muss leider gleich wieder weg, guck dann später nach. Danke, dass du trotzdem vorbeigeschaut hast, Norbert. Der Stream bleibt wie immer stehen, hier auf Facebook und auch auf YouTube. So, die Schlafphasen. Und jetzt schauen wir noch einmal in Richtung Studien und Praxis rein. Das Spannende ist, selbst die NASA hat sich vor vielen, vielen Jahren auch mit dem Thema Powernaps beschäftigt. Die haben festgestellt, genauso auch wie der Professor Zulli, das ist aus meines Wissens nach ein deutscher Schlafforscher, und der hat das auch einmal betont, beziehungsweise gibt es, ich glaube, das war 2002, hat es einige, einige Studien in dem Bereich gegeben, wo man herausgefunden hat, dass durch einen kurzen Powernap zwischen 10 und 20 Minuten, ich gehe dann gleich noch auf die ideale Dauer eines Powernaps ein, der hat herausgefunden, dass durch Menschen, die diesen Powernap gemacht haben, im Vergleich zu Menschen, die keinen Powernap gemacht haben, bis zu 35% nicht aktiver waren, sondern leistungsfähiger waren. Und diese Leistungsfähigkeit, die hat man gemessen durch Reaktionsaufgaben und durch mathematische Aufgaben. Und ich sage mal, 35% ist schon anständig. In der NASA-Forschung, in Anführungszeichen, spricht man von 30%. Das heißt, egal wo man sich hier dann bewegt, zwischen 20, 30, 35%
kann ich mit einem Powernap meine Reaktionsfähigkeit, meine Leistungsfähigkeit steigern. Und das ist schon mal richtig beachtlich. Vor allem deshalb, weil Schlafen ist eigentlich geil. Schlafen ist cool, wenn man richtig einen guten Schlaf hat, dann aufsteht, richtig munter ist und dann auch noch leistungsfähiger ist. Das ist einmal richtig, richtig cool. Spannend ist, es gibt in Deutschland, und vielleicht haben wir einen deutschen Kollegen da, der zufällig in dieser Gemeinde ist, und zwar habe ich gelesen, die Gemeinde Vechta. Die Gemeinde Vechta hat, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, sogenannte Dösen mit aufgenommen in die Gesetzgebung, ich weiß nicht, ob man so sagen kann. Aber im Grunde geht es darum, sie haben die Mittagspause um ca. 20 Minuten verlängert, damit die Mitarbeiter in diesen 20 Minuten mehr Pause die Möglichkeit haben, einen Powernap zu machen, damit alle aktiver sind, damit alle arbeitsfähiger sind, motivierter sind etc. Das heißt, selbst in einer Gemeindestruktur weiß man, was da in diesem Bereich der Powernaps zu holen ist, und da könnt ihr gerne mal googeln, ist eine richtig coole Sache. Das nächste, was spannend ist, zum Beispiel die Lufthansa oder sogenannte Napping Policy, sprich die Piloten, und wir alle wollen ja, wenn man mit dem Flugzeug herumfliegen, wollen wir ja, dass die Piloten doch ausgeschlafen sind. Und die Lufthansa zum Beispiel hat die sogenannte Napping Policy in diesen Bedingungen mit drinnen. Das heißt, wenn drei Piloten an Bord sind, zwei davon fliegen, hat der dritte die Möglichkeit, dass er sich mit diesen Powernaps wieder ein bisschen Schlaf holt. Denn auch da hat man festgestellt, okay, wenn man diese kurzen Naps macht, ist man leistungsfähiger. Und das wollen wir natürlich vor allem am Pilot, der da hinten 200, 300, 400 Leute sitzen hat als Gäste, dass der natürlich aktiv ist. Das heißt, auch die Fluglinien schreiben das vor. Wie gesagt, auch bei der NASA, wenn es da mal wollt, recherchiert es rein, ist extrem spannend. So, der liebe Alex, was schreibt er? Man findet das auch unter biphasigen Schlaf. Genauso ist es. Dieses Stichwort ist auch in einem dieser vier Rock-TV-Folgen drinnen. Wo immer das genau im Detail anschauen. Das heißt, sowohl aus der Studienlage ist ersichtlich, aber auch in der Praxis ist das Thema Powernaps schon sehr gegenwärtig. Das Spannende ist aber, dass in unseren Breiten, wenn man sagt, ja, in der Mittagspause ab und zu schlafe ich schnell ganz kurz, da sagt man dann meistens, puh, ja, das wird oftmals mit Faulheit verbunden. Unsere asiatischen Kollegen, wenn man sich das anschaut, China, den einen oder anderen Bekannten habe ich da ist das, oder auch bei den Studierenden, ich mache ja nebenher Vorlesungen an der Fachhochschule, da merkt man bei den Auslandsstudenten, dass da einfach die Beziehung zum Schlaf ganz andere ist. Und ja, in unseren Breiten ist das ganz anderes Verhältnis. Das heißt, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir uns da mal nachdenken sollten, dass das Ganze, oder dass wir das überdenken. So, und jetzt, ich will ja bei jeder Rock-TV-Folge irgendwas rausbringen, wo sie sagt, okay, das kann ich eins zu eins umsetzen. Und deshalb schauen wir uns jetzt dann an, was ist denn der perfekte Powernap? Wie muss ich den gestalten? Wie lange dauert der? Denn wenn ich zu lange schlafe, habe ich schon gehört, oder haben wir schon gehört, kann es passieren, dass ich in die Tiefschlafphase reingehe und dann passiert genau das, was ich eingangs erwähnt habe, dass man dann aufwacht und völlig zermartert ist, als wenn da gerade der LKW drüber gefahren wäre. Und wenn ich die Schlafdauer richtig wähle, passiert das eben nicht. Und das schauen wir uns gleich dann an. Vorab aber noch, man hat in der Schlafforschung auch herausgefunden, dass wir Menschen im Schnitt, ich formuliere es jetzt einmal so, im Schnitt hat ein durchschnittlicher Mensch ca. 2 Tiefphasen pro Tag. Tiefphasen im Sinne, wo das hormonelle Milieu im Körper dazu führt, dass wir einfach nicht so leistungsfähig sind. Punkt Nummer 1 ist ca. 4 Uhr morgens, sprich meistens schlafen wir da, aber da gibt es dann immer irgend so ein Tief. Und das zweite Tief ist irgendwo am frühen Nachmittag, 12 bis 16 Uhr. Und das ist unabhängig vom Essen. Sprich, nicht nur wenn man viel gegessen hat, ist man dann zu Mittag müde, sondern es gibt da scheinbar irgendwelche hormonellen Zusammenhänge, die dazu führen, dass man am frühen Nachmittag einfach nicht so fit ist. So, und wenn ich jetzt genau diese Zeitphase nehme, das 12 bis 16 Uhr, genau da setze ich jetzt einen Powernap rein, dann kann ich einerseits diese plus 35% an Leistungsfähigkeit mitnehmen und zweitens macht es ja viel mehr Spaß, wenn man aktiv arbeiten kann und nicht nach dem Mittagessen so da ist und versucht, sich munter zu halten und mehr Fehler macht, als man eigentlich Gutes macht. Das heißt, am Ende des Tages ist jedem geholfen. Einem selbst ist geholfen, dem Arbeitgeber ist geholfen, weil der Mitarbeiter einfach leistungsfähig ist, dass es mehr Spaß macht. So, wie schaut jetzt der perfekte Powernap aus? Die NASA sagt in ihrer Forschung ca. 26 Minuten.
26 Minuten führt dazu, dass wir, hier ist das Wachstadium, dass wir hier reingehen und maximal bis zur Schlafphase 2 runtergehen. Würden wir länger schlafen, man spricht immer irgendwo bei 30 Minuten ist die Grenze, dann wandern wir in den Tiefschlaf, in die Tiefschlafphasen rein und das ist dann genau der Zeitpunkt, wo wir dann aufwachen und völlig zermattert sind. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, Obergrenze maximal 30 Minuten. Ich habe da ja geschrieben, NASA 26 Minuten und ich habe über die letzten Jahre hinweg auch schon meine perfekte Zeit rausgefunden und die ist 24 Minuten. Ich weiß, wenn ich meinen Timer auf 24 Minuten setze, dass ich meistens entweder eine Minute vorher aufwache oder genau, wenn der Wecker läutet, aufwache und ich bin putzmunter. Ich bin extrem gut erholt, ich bin konzentriert, ich muss kein einziges Mal gähnen oder sonstiges, ich bin wirklich topfit. Das sind bei mir die 24 Minuten. Das heißt, meine Empfehlung ist, einfach einmal probieren, 20, 22 Minuten einstellen und schauen, wie es einem geht. Und ihr werdet feststellen, das bewirkt richtige Wunder. Was natürlich auch wichtig ist, was bei jedem Schlaf wichtig ist, sollte dunkel sein. Und wenn man zum Beispiel keinen dunklen Raum zur Verfügung hat, dann gibt es solche hübschen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Schlafmaske. Habe ich sogar aufgeschrieben. Schlafmaske, Schlafbrille, also irgendwas in die Richtung, dass es stockdunkel ist, denn sobald wir eine gewisse Dunkelheit um uns haben, ich formuliere es einmal so, bewirkt es bei uns wieder andere Hormonausschüttung, sprich wir sind dann auch gepolt, jetzt wirklich zu schlafen, jetzt einfach gesagt. Das nächste ist natürlich, wie bei jedem Schlaf, wenn es schön kühl ist, frische Luft, dann wissen wir, schlafen alle am besten. Und natürlich, wenn es ganz ruhig ist, wenn wir irgendwo dort schlafen, wo am Mordslärm ist, dann werden wir nicht den erholten Tiefschlaf haben oder beziehungsweise den gewünschten Schlaf haben. Das heißt, diese vier Punkte, wenn man die berücksichtigt und gemäß auch der NASA nicht zu lange schläft, dann könnt ihr diese Vorteile durch ein Powernap nehmen. So, und jetzt fragen sich viele, ja, aber was ist, wenn dann meine Kollegen sagen, ja, du schlafst ja nur Mittag und so weiter. Egal, probiert es einfach einmal aus, ihr werdet es merken, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und es gibt einfach diese Mittagsmüdigkeit, die man dadurch, ja, wo man ohnehin sehr, sehr unproduktiv ist, die einfach dazu nutzen, dass der Körper besser regeneriert und dass man einfach wieder fit ist. Das Spannende ist, man hat sich dann auch gefragt, okay, wenn wir wissen, die Erholsamkeit eines Schlafs, wie wir es vorhin gesagt haben, auch wie es der Alex schon reingeschrieben hat, ist immer bedingt dadurch, wie viele Tiefschlafphasen ich durchwandere. So, im Powernap komme ich ja gar nicht so weit, dass ich überhaupt in Tiefschlafphase bin. Jetzt fragt man sich dann ja, warum bin ich dann so erholt? Und da hat man sich auch in der Schlafforschung das ein bisschen angeschaut und man führt das Ganze einfach zurück, dass man, ja, dass jetzt gar nicht der Tiefschlaf da jetzt das Erholsame ist, sondern einfach die Phase, dass man richtig erholt, eine gute passive Erholung hat und der Körper einfach die Möglichkeit hat, sich runterzufahren. Also da, das ist noch die wissenschaftliche Seite in diese Richtung. So, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, wenn sich jetzt alle sagen, okay, der Chris hat gesagt, diese Powernaps, 35%, das ist ja richtig fein, da mache ich ab jetzt nur mehr Powernaps und schlafe überhaupt nichts mehr. Deshalb schreibe ich da noch her, die Powernaps ersetzen keinen Nachtschlaf. Die Powernaps dienen einfach nur dazu, dass man diese natürlichen Hänger, die man im Alltag hat, noch einmal besser nutzen kann und sich einfach besser konzentrieren kann. Aber nicht, dass ich dadurch dann meinen Nachtschlaf auf den verzichte und nur mehr die Powernaps mache. Ist natürlich ein Blödsinn. So, das war's von meiner Seite. Das heißt, die NASA, die Lufthansa, bis hin zu diversen Schlafforschern, die empfehlen, dass wir Powernaps machen. Meine Empfehlung ist, nicht alles mir glauben, sondern einfach selbst probieren und dann werdet ihr merken, okay, das ist richtig, richtig, richtig cool. Heißt nicht, dass ihr jetzt jeden Tag schlafen müsst, aber wenn ihr vielleicht irgendwo mal einen Hänger habt und sagt, okay, jetzt quäle ich mich 1,5-2 Stunden durch ein richtiges Tief durch, wo ich absolut unproduktiv bin, dann packt euch zusammen, legt euch irgendwo schnell 15 Minuten hin und dann werdet ihr merken, ihr steht auf und seid wieder fit und könnt richtig produktiv weiterarbeiten. Probieren, geht über Studieren, einfach einmal testen. Ja, und das war es von meiner Seite. Und wenn ihr sagt, okay, das, was er da erzählt hat, war gar nicht so unspannend, dann freue ich mich über ein Herzchen, ein Like, ein Wow, denn das ist die Währung, mit der Facebook bezahlt wird. Lasst mal Feedback da, wie euch das Ganze gefallen hat, denn nur damit kann ich mich weiter verbessern. Und ja, wenn ihr ein paar Freunde habt, die sagt, okay, die sollten das einmal wissen, wie das mit dem Powernap so funktioniert, dann schreibt mir das bitte direkt
da unten in die Kommentare rein, kommentiert es die Leute, dann kommentiert es die Leute, markiert es die Leute, dann wissen die Bescheid. So, der liebe Alex schreibt noch was. Habe mal eine Zeit lang mitgestoppt, immer zwischen 22 und 28 Minuten. Passt perfekt. NASA sagt 26, 28 sind perfekt. Pornaps halten heißt in der Fachsprache Ubermann. Ja, coole Sache. Danke für den Input, Alex. Das heißt, da haben wir schon ein richtig cooles Testimonial, auch beim Alex ist irgendwo in diesem Zeitraum. Das heißt, probiert es also mal mit 22 Minuten testen und schauen, was dann rauskommt. Ja, Mario, jetzt hoffe ich, dass ich auch den Waschbären überzeugt habe. Hau dich einmal auf die Seite morgen Mittag und dann wirst du sehen, das funktioniert ganz gut. Ja, in diesem Sinne freue ich mich noch einmal über euer Feedback. Schreibt mir das unten rein, wie euch das gefallen hat. Schreibt es mir auch rein, wenn ihr neue Fragen habt, denn wie ich gesagt habe, RockTV lebt von euch, von euren Fragen. Und wenn ihr mir viele coole Fragen zuschickt, dann kann mir ich wieder Gedanken zu neuen RockTV-Folgen machen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich wünsche euch einen schönen Abend und demnächst ein paar schöne, feine, erholsame Powernaps. Ciao, ciao.